So, jetzt geht's langsam los. Paris, New York, Transkontinental 2009, die Expedition startet. Wir sind jetzt hier in Paris auf dem Automobilsalon, haben gerade eben die Verabschiedung durch Chrysler hinter uns. Das heißt, Thomas Hausch als Vice President war hier, hat auf den Autos unterzeichnet. Wir werden jetzt von hier aus starten, aufbrechen unsere Tour um die ganze Welt und hoffen, dass wir in 8 Monaten circa in New York eintreffen werden, womit wir das erste Team wären, was die Erde tatsächlich umfahren hat. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur sagen, ab in die Autos und dann legen wir los. Lasst uns losfahren. Okay, jetzt gerade eben fahren wir durch die Innenstadt von Brüssel am Mannequin Piss vorbei, da wo wir einige ganz nette Aufnahmen machen konnten und freuen uns natürlich jetzt hier in Brüssel zu sein, die Pressekonferenz zu erleben, die Ausstellung im Automobilmuseum. Zwar nicht das optimalste Wetter, kein großartiger Sonnenschein, aber das werden wir sowieso auf der ganzen Strecke wenig haben. Von daher absolut okay. Okay, wir sind jetzt von Brüssel hier nach Rotterdam gekommen und haben die ganze Stadt kennengelernt. Außergewöhnlich war, dass wir hier zwei, nämlich den Ab und den Ad, kennenlernen konnten. Die beiden sind verantwortlich und sind Leiter dieser Hebeanlagen, dieser Brückenhebeanlage, typisch für Rotterdam, dass die Straßen angehoben werden, um große Schiffe durchfahren zu lassen. Ich freue mich, dass so eine große Gastfreundschaft da war, uns einzuladen, uns von der Straße sozusagen zu holen und hier reinzubringen. Und würde mich freuen, wenn ich euch zwei Bändchen geben darf. Das Paris-New York-Team trägt die. Weltweit übergeben wir das all denen, die so mit uns in Kontakt stehen und uns unterstützen. Und wenn wir dann mit unseren Autos an der Beringstraße ankommen und versuchen werden, sie zu überqueren, dann wäre es super, wenn ihr ganz kurz an uns denkt und die Daumen drückt. Ja, ich habe den Zettel gekriegt, also wir können gucken auf der Internetseite.